Ja, da braut sie was zusammen. Wird's wohl gleich losgehen. Jetzt wird es noch stürmisch. Weltuntergang! Nicht. Dann die Arsch ja wohl wieder gut gesehen.
Leverkusen das bemüht ist, dann will ich nicht abbrechen gegen Schützen von Heiko Herrlich. Aber vorne hat gesagt, wenig für Gefahr sorgen können. Der Innenverteidiger Duo bei den Kummels und Niklas Kühle. Der war noch. Die Tote wechseln übrigens die Schulen. Die Schnürsenkel. Weil Brom wieder riecht und wieder geguckt hat. Da ist, glaube ich, so eine Schlaufe drüber. Also der klemmt das Schluss. Ja, aber das ist heute nicht fertig. Auf geht's beim Schichtel, Herrlich, der den Regenblouson angezogen hat, die Kapuze über sein dichtes Haupthaar gehoben hat und aber den Daumen nach oben gerecht hat, hat gesagt, gut, habt das gemacht, Jungs, wir müssen mal hier Flagge zeigen, wir müssen das Spiel der Bayern zu kontern, das derzeit gut aussieht, das hat auch noch 50 Minuten vor dem Jüngsten, aber der ist doch wieder verhandelt, das ist relativ frei, Julian Brandt, und ich glaube, auf die Münster, Schuss auf, volle Parade, Julian Brandt auf der Hagen-Veteran, den 600, Kevin Volland, Kevin hat sich mit Standing Ovation und Riesen Applaus für Thomas Müller. Der ist auch noch ein bisschen der Gewinner der Radio-Verteidiger-Position. Gewünscht ist und Rafinha raus. Und da waren zwar Spiel, aber der sah da wirklich nicht gut aus. Und das ist die Tiere lassen. Und deswegen möglicherweise noch einmal...